Hallo liebe Filmfans, Sammler und Verpackungsfetischisten, willkommen mal wieder bei den Prachtstücken. Und heute sehen wir uns gemeinsam an Das Phantom im Mädchenpensionat, auch bekannt als Die Orgie des Todes oder wie es im Originaltitel heißt, Enigma Rosso. Also ich kann zwar nicht italienisch außer essen, gerne Spaghetti Napoli oder Pizza, aber ich weiß, dass das rotes Rätsel bedeutet. Oder rotes Geheimnis. Ja, wie ihr seht, habe ich das Media noch original verpackt. Das heißt, ich habe den Film auch noch gar nicht gesehen. Gucken wir uns einmal den Spine an. Vom Exzess ist diese VÖ. Hier die Hinterseite dieses wunderschönen Mediabooks. Dann habe ich mich hier für das Cover B entschieden, welches auf 222 Stück limitiert ist. Wie kriege ich das am besten drauf, ohne dass ich diesen roten Punkt da habe von der Kamera? Das ist ein bisschen lästig, aber ich werde das schon schaffen. Bear with me. Wir können das. Nun gut. Dann Von dieser VÖ gibt es natürlich auch Alternativ-Covers. Hier haben wir Cover A, welches auf 333 Stück limitiert ist. Dann haben wir Cover C auf 222 Stück. Und Cover D ebenfalls auf 222 Stück. Und nun werden wir einen Blick hineinhaschen, was uns Exzess hier bieten wird. Wir kriegen auf jeden Fall schon meine kleine Postkarte. Darüber freue ich mich immer sehr, über solche kleinen Goodies. Yippie, yippie. Eines der Alternativcovers. Und wieder mal ein wenig Nacktheit. Damendusche, erinnert mich ein bisschen an Carrie. Okay, so langsam macht der Titel Orgie des Todes schon ein bisschen mehr Sinn, denn ich, wie gesagt, ich habe den Film noch nicht gesehen, ich habe nur den Trailer mehr reingezogen, der sehr interessant wirkte, stimmungsvoll von der Atmosphäre her. Hier spielt anscheinend eine Dame mit ihrer Pussy. sehr geschmackig. Ja, also der Fabio Testi anscheinend nicht ganz vegan. Macht nichts. Ein bisschen die fleischlichen Genüsse sind nie verkehrt. Da haben wir hier eine schöne Lady. Ein wenig Action. Ein Stuntman springt durch ein brennendes Fenster eines Wohnwagens. Ja, es scheint schön ausgewogen zwischen Text und Bild alles zu sein. Das gefällt mir. Ich mag es weder, wenn zu viel Text ist oder wenn nur noch Bilder sind. Also es muss sich in der Waage halten. Ich denke, das kriegen wir hier sehr schön hin. Warum diese Bilder in Schwarz-Weiß sind, entzieht sich meiner Kenntnis. In Farbe wäre es mir natürlich lieber. Aber ja, das mache ich gar nicht, wenn sie falsch liegt. Und darunter sind wir wieder. Uiuiuiui. Ich sehe Biber. Aus welchem Jahr ist der Film? Ich nehme mal aus den 70ern. Also ja, der Lady Chief ist anscheinend dann noch nicht erfunden gewesen. Das war noch angesagt, die Vollbehaarung, aber na, das ist etwas, was man heutzutage nicht sonderlich vermisst. Wie gesagt, es ist ein sehr, sehr schönes Mediabook, sehr schönes Covermotiv, gefällt mir sehr gut. Also ich freue mich auf jeden Fall, diesen Giallo demnächst einmal anzusehen. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen, über Abos freue ich mich sehr und bis zum nächsten Mal bei den Prachtstücken.